Ja, hallo liebe Nuvisu-Gucker, herzlich willkommen hier bei uns auf dem Kanal. Und es ereignen sich in den letzten Tagen natürlich so viele Dinge, dass wir selber erstmal schauen müssen, was passiert denn jetzt eigentlich genau. Wir sind auf der Suche nach der wahren Teilnehmerzahl der Veranstaltung am 1. August in Berlin. Und dazu haben wir einfach neue Informationen, die wir euch unbedingt mitgeben wollen. Bitteschön. Hallo ihr beiden, hallo Frank, ich grüße dich und hallo Nils Wehner, grüß dich Nils. Hi. Hallo. Hi. Nils, so, wir haben mit dir jemand, der direkt in die Organisation dieses ganzen Tages beteiligt war. Kannst du uns kurz erklären, was an diesem Tag deine Aufgabe war und wie du den Tag so wahrgenommen hast? Ja, also ich bin der Versammlungsleiter von dem Aufzug gewesen, der am 1.8. um 11 Uhr hinter Brandenburger Tor unter den Linden gestartet ist. Und meine Aufgabe war es sozusagen, ich war die Schnittstelle zwischen der Polizei und unserer gesamten Orga und den Ordnern, um die Veranstaltung sozusagen sauber über die Bühne zu bringen. Da muss man gleich dazu sagen, wir reden jetzt hier nicht über die Querdenken-Veranstaltung. Das ist dann die Bühnenveranstaltung auf der Straße des 17. Junis gewesen. Richtig. Wir reden jetzt über den Demonstrationszug, von Richtig. dem ja jetzt mittlerweile auch schon einige Zeitrafferaufnahmen im Internet, also da hat jemand von der Brücke runter gefilmt und da kam wirklich eine anderthalbe Stunde lang ununterbrochen nur Menschen. Richtig. Ja. Okay, und du warst der Leiter, also quasi die Verbindungsstelle zwischen Zivil und Staat sozusagen. Genau, also ich habe mit den anderen Initiativen die Veranstaltung organisiert, mit diesen ganzen LKWs und so. Und ich war die Verbindungsstelle. Genau. Großartig. Das klingt so, wie wenn du jemand bist, der echt alles mitbekommen hat. So, also dann kommen wir gleich zur Gretchenfrage. Seit Tagen wird jetzt hier in den Medien ein Talking Point wirklich rauf und runter gejubelt. Offiziell 17.000 Teilnehmer, auf der anderen Seite 1,3 Millionen. Das geht jetzt so weit, dass der eigentliche Tag vollkommen hinten runterfällt, dass das eigentlich eine großartige Veranstaltung war mit einem tollen Statement. Alles dreht sich jetzt nur um diese blöden Zahlen. Kannst du uns helfen, diesen Wirrwarr etwas aufzuklären? Was sind deine Eindrücke oder was für Informationen kannst du uns geben? Ja, also ich kann euch gute Informationen geben. Und zwar hatten wir 14 LKWs, damit die Zuschauer das auch verstehen, was für eine Dimension das überhaupt ist. Wir hatten 14 LKWs, die an diesem Zug teilgenommen haben. Und wir hatten zu Beginn, also so, als ich es noch überhaupt noch überblicken konnte, hatten wir die Straße unter den Linden zwischen Brandenburger Tor und Friedrichstraße, das sind also so 600 Meter. Die waren knickeknacke voll. Da haben gar keine LKWs mehr durchgepasst. Also, genau. Und ja, ich war also an der Spitze des Demonstrationszuges zusammen mit einem Polizisten, der abgestellt war für mich und dem ich auch nicht von der Seite weichen durfte, weil ich die ganzen Anordnungen, die er bekommen hat, umsetzen musste und kommunizieren musste. Wir hatten also eine Funkstrecke auch zwischen den ganzen LKWs, damit wir das durchkommunizieren können. Ja, also 11:40 Uhr, viel zu spät, weil so viele Leute dort gewesen sind, sind wir dann losgefahren mit dem ersten LKW. Und eigentlich sollten zu dem Zeitpunkt schon alle LKWs, also sieben auf der einen Seite unter den Linden und die anderen sieben auf der anderen Seite unter den Linden stehen. Das war aber überhaupt nicht mehr möglich, weil alles voll war. Es war alles voller Menschen und also ehrlich gesagt, ich habe natürlich nicht mit so vielen Menschen gerechnet und ich glaube, das hat keiner. Und ja, dann sind wir losgefahren mit dem ersten LKW und eine riesige Menschenmenge hinter uns her. Und wir hatten dann die Hoffnung, okay, dann ist, wenn jetzt mehr Menschen mit dem LKW mitfahren, dass wir dann genug Platz haben, dass das nachrücken konnte. Aber da rückte irgendwie nichts nach. Also sind wir auf die Friedrichstraße hochgefahren, bis zum Oranienburger Tor. Das sind so, ich schätze mal, so 700 Meter. Und an der Haltestelle Oranienburger Tor haben wir uns das erste Mal umgedreht, um mal zu schauen, was da überhaupt los ist. Und da waren hinter uns nur Menschen.
Menschen, Menschen, Menschen. Und ich habe eigentlich geguckt, weil ich sehen wollte, wo ist denn jetzt eigentlich der zweite LKW? Und da war immer noch kein zweiter LKW in Sicht. Ja, ja, und dann sind wir die Strecke weitergefahren. Wir sind also dann so ein Stück in den Berliner Osten rein, Richtung Alexanderplatz. Und ja, also ich habe zu keiner Zeit den zweiten LKW gesehen. Die Funkstrecke war übrigens zwischenzeitlich, also nee, die war abgebrochen zum LKW 2. Und dann habe ich mit dem LKW 2 telefoniert und dann hat man mir mitgeteilt, dass zwischen unserem LKW und LKW 2 3,8 Kilometer Abstand sind, wo nur Menschen waren. Ja, also das, nur, dass man das mal so als Dimension versteht, wie viele Menschen zwischen LKW 1 und 2 waren. Mhm. Ja, ich will damit nicht sagen, dass zwischen allen LKWs so viel Abstand war, das wäre auch gar nicht möglich gewesen. Ja. Aber wie lang war der Demonstrationszug in gesamter Länge? Kann man das irgendwie sagen? Also, ja, das kann man sagen. Und zwar, als wir einmal durch die Stadt gefahren sind, die Gesamtstrecke war also 7,8 Kilometer. Als wir fast am Ende des Umzugs waren, also fast an der Straße des 17. Juni, waren die letzten Menschen und die letzten Autos noch nicht mal losgefahren. Das heißt, die Demonstrationsschlange, die Spitze, hätte fast dem Hintern hinten reingebissen. Ja, ja. Das wird ja auch in einem Interview, das hat der Rubicon geführt mit einem Busfahrer, da sollte wohl am Ende, sollten sich noch 10 Busse anschließen, ganz am Schwanz eures Konvois, ist das genau. Sollte ein Buskonvoi fahren. Und die haben sich wohl irgendwie am Roten Stern getroffen, wurden dann von der Polizei in die Innenstadt geleitet und trafen nun irgendwann auf diesen Demonstrationszug. Und der Führer dieses Konvois hatte eben, wie du auch, Polizei, Kontakt mit der Einsatzleitung. Und die Einsatzleitung hat ihm gesagt, ja, hier ist jetzt irgendwie die Spitze erreicht, jetzt den Anfang. Wir haben hier gar keine Lücke, wo ihr euch einscheren könnt mit eurem Konvoi. Die haben diese Bus-Konvoi-Aktion dann einfach abgebrochen, sind zurückgefahren. Aber das Interessante ist, dass der Busfahrer sagt, dass die Einsatzleitung der Polizei in dem Moment gesagt hätte, wir schätzen so um die 800.000 Teilnehmer. Das sagt der in dem Interview beim Rubicon. Gut, kann man jetzt erstmal hinnehmen, ist jetzt die Aussage des Konvois. Er hat sogar noch beteuert, er würde das auch unter Eid aussagen, ja. Aber das ist schon interessant, weil da kann man auf jeden Fall ablesen, dass diese 7-8 Kilometer Demonstrationszug tatsächlich den Tatsachen entsprechen. Ja, das ist ja interessant, weil das deckt sich nämlich genau mit meinem Erlebnis. Also mein Truppenführer von der Polizei hat, nachdem wir ungefähr 2/3 der 7,8 Kilometer hinter uns hatten, hat er gesagt, die Polizei hat ein Luftbild gemacht und anhand dieses Luftbilds haben die Teilnehmerzahl auf 800.000 geschätzt. Und cool ist, zu diesem Zeitpunkt habe ich ihm schon einen Online-Zeitungsartikel gezeigt, wo drin stand, schauen Sie mal, hier steht 17.000. Und da haben wir beide herzlich gelacht. Also er und ich. Ja, und ja. Also nochmal zusammengefasst, du hast auch von der Polizei diese Zahl von 800.000 gesagt bekommen. Genau, vom Führer der Hundertschaft. Also nicht von irgendeinem Polizisten, sondern von dem, der wirklich direkten Kontakt mit den obersten Stellen hatte. Ja. Jetzt heißt es ja aber doch überall in den Massenmedien, diese Zahlen von annähernd 1 Million, von 800.000 bis zu 1,3 Millionen, die kämen von den Veranstaltern selbst. Das hätten die in die Welt gesetzt, weil die Größen wahnsinnig sind. In Wirklichkeit waren das knapp 20.000 und 20.000 bis 800.000, das ist ja nun wirklich eine enorme Differenz. Ja? Ja, wie erklärst du dir das? Hat man da vielleicht einfach ein bisschen getrickst, dass man irgendwie die Zahlen von dem Demonstrationszug bis heute eigentlich gar nicht veröffentlicht hat? Man hat immer irgendwie 17.000 hingeworfen, ist sowieso eine interessante Zahl.
aber dazu ein andermal. Also wie erklärst du dir das, dass die Massenmedien die 17.000 verkünden, obwohl du in deiner eigenen Erfahrung von der Polizei, was ist denn das eigentlich, das 5-mal, das 40-fache verkündet bekommen hast? Ja. Also, ich kann mir das nicht erklären. Also wenn ihr jetzt sagt, das hat der Busfahrer von den Polizisten gesagt bekommen, und ich sage, ich habe das vom Führer der Hundertschaft, ja, und er hat es von der Auswertung der Luftbildaufnahme der Polizei. Und ich meine, ich habe mit diesen Menschen 3 Stunden zu tun gehabt, und der Mann war absolut korrekt. Er hat mir jetzt nicht den Eindruck gemacht, dass der irgendwie uns verklapsen wollte oder dass das irgendwie geplant war, dass sie uns da irgendwas erzählen sollen, damit wir das dann streuen. Das ist Quatsch. Nee, ich kann sagen, ich habe die Leute nicht gezählt. Und ich kann aber sagen, ich habe diese Information von der höchsten polizeilichen Stelle, die an diesem Tag dort zur Verfügung gestanden hat. Es ja? ist also, es, diese Zahl entspringt also nicht dem Größenwahn der Veranstalter. Nee. Und also ich würde es so machen. Es gibt ja dieses Video von der Brücke der Friedrichstraße. Ja? Vielleicht finden sich ein paar Leute, die sagen, okay, da habe ich echt Bock drauf, mal 12 Stunden mich da reinzusetzen. Man kann dort jeden zählen. Warum zählen wir die Leute nicht einfach? Und dann haben wir vielleicht auch den richtigen Wert. Gut, die Software, die das, oder wie auch immer, die Schätzung gemacht haben, da hat ja auch keiner da oben gesessen und gesagt, Moment, 1, 2, 3, 4, 5, sondern das ist ja auch nur eine Schätzung. Ne? Aber wenn die Polizeischätzung so weit daneben liegt, dass es nicht 800.000, sondern nur 17.000 waren, dann sollten die dringend mal ihre Technik überdenken. So. Ja, es geht ja vor allen Dingen um den springenden Punkt, weil im Moment haben halt die Massenmedien den Talking Point gesetzt, dass die Veranstalter sind größenwahnsinnig, und das zeigt ja mal, was das für Spinner sind. So. Und wenn man einfach klipp und klar darstellt, mal Moment mal, natürlich hat sich diese Information innerhalb und vor allen Dingen beim Veranstalter verbreitet und hat dann natürlich wie ein Lauffeuer hat sich das verbreitet, ja klar. Aber wichtig ist ja die Quelle der Information. Ja, wenn einfach sozusagen über die Kontaktpunkte zwischen Organisation und Polizei, da diese Info von der Polizei kam, dann ist ganz klar, dass man sich auf diese Zahlen in dem Moment, wenn man auf die Bühne geht und das eben erfährt, beziehungsweise wenn die Veranstalter bei der Straße 17. Junis über Menschen wie dich oder an anderen Stellen, wo eben von dem Buskonvoi oder was auch immer die Information kommt, die Polizei hat uns mitgeteilt, es sind 800.000, dann sagen die das dann natürlich auch in dem Moment dann auf der Bühne, ist doch klar. Natürlich. Überlegt euch doch mal, zwischen LKW 1 und 2 waren 3,8 Kilometer. Und das kann ich mit Sicherheit bestätigen, weil unsere Funkstrecke reicht nur bis 3 Kilometer. Wir waren vor Ort, wir können es auch bestätigen, das war ein nicht endender Zug. Und am besten machen wir das so, dass wir bei diesem Video hier vielleicht auch das Video einfach die ganze Zeit parallel laufen lassen, wie die ganzen Menschen unter der Brücke angehen. Ne? Solange wir hier quatschen, kann man ja sich einen Eindruck verschaffen. Wir verlinken das Video mit, und wer sich da berufen fühlt zu zählen. Ja. Wahnsinn. Ja, wenn man sich dieses Video anschaut, dann sieht man schon, dass dieser Umzug wirklich da mehr als 7 Kilometer lang durch die Stadt sich geschlängelt hat. Unglaublich. Also ich würde mich echt wundern, wenn das nicht jemand macht, dann wirklich sich hinzusetzen und Stück für Stück diese ganzen Pakete an Menschen, die vorbeikommen, zu zählen. Das wäre echt eine Fleißaufgabe für jemand. Aber ein ziemlich guter Beweis für mich, dass also die geschätzte Zahl von 800.000 von der Polizei ziemlich gut passt zu den Bildern, die wir da gesehen haben. Ja, apropos Bilder, die wir gesehen haben. Wir haben ja vor allen Dingen eine Luftaufnahme gesehen von dem Veranstaltungsort am 17. Juni dann später. Und da gibt es, das haben wir ja selber erlebt, Robert, wir sind da gerade vom Brandenburger Tor eben auf die Straße des 17. Juni gelaufen und plötzlich stand da eine große Polizeisperre. Ich glaube, Nils, du warst da zu dem Zeitpunkt auch gerade dort
Und ich glaube sogar, du hast da sogar in dem Moment, wo wir da waren, mit dem Einsatzleiter diskutiert. Aus unserer Perspektive war es so, wir sind da angekommen, da war ein riesengroßes Stoppschild in Bauzaun, dahinter Polizeiautos aufgebaut, also hier ist Sense definitiv. Und ich weiß nicht, Robert, hattest du gefragt oder hatte Julia gefragt? Irgendjemand hatte dann einen Polizist gefragt oder vielleicht war es einfach nur jemand, der unmittelbar in unserer Nähe stand. Aber der Polizist hatte dann jedenfalls auf Nachfrage, ja, wie kommt man denn da jetzt hin, einfach nur so sinngemäß gesagt, sie haben die Wahl zwischen links und rechts. Das hat er durch die Lautsprecher gesagt. Das war, ach so, das war die Lautsprecherdurchsage. Ja, da war das so. Übungsort an der Siegessäule möchte, geht bitte über die Itzhak-Rabin-Straße, das ist von Ihnen aus gesehen, rechtzeitig in Richtung John-Foster-Allee, das ist link, dann linksseitig, über den Spreeweg zur rückwärtigen Seite der Siegessäule. Über diese rückwärtige Seite kommen Sie noch zum Kundgebungsort. Ja, genau. Also er hat halt gesagt, hier ist Sense, gehen Sie ja in den Tiergarten im Endeffekt, ja, also unter das Grün links und rechts der Straße des 17. Juni. Nils, war das so, warst du das, der da in dem Moment diskutiert hatte mit dem Einsatzleiter? Nee, eigentlich haben wir nicht diskutiert. Nee, es ist, die Situation war halt die, dass der Polizist uns tatsächlich gesagt hat, die Polizeipräsidentin möchte das Gelände absperren und dass hier niemand mehr reinkommt. Sagen Sie den Leuten aber, dass sie links und rechts einfach noch vorbeigehen können, um noch aufs Veranstaltungsgelände gelangen zu können. Das haben wir am Anfang den Leuten leise gesagt und ich glaube, als ihr gefilmt habt, haben das dann sogar die Polizisten durch diesen Lautsprecherwagen durchgesagt. Und da war für mich klar, es geht weiter. Ja, man muss in dem Moment ja auch irgendeine Ansage machen, weil die haben ja quasi eine Vollsperrung mitten in einem Demonstrationszug gemacht, wo doch Zigtausende, wenn nicht Zehntausende quasi frontal drauf zugelaufen kamen. Also, man muss ja die Leute zwangsläufig nach links und rechts ableiten. Aber nochmal zusammengefasst, also du hast an der Stelle, das ist im Übrigen die, wo in anderen unserer Videos zu sehen ist, dass da ein Polizeiauto aufgestellt wurde und da stand, Kundgebungsplatz überfüllt. Ja. So, das war die Info. Genau. Wenn du jetzt Kontakt da mit der Polizei hattest, du sagst, die Polizei hat dir gesagt, dass die Polizei von oberster Stelle gesagt bekommen hat, Veranstaltungsgelände dicht machen. Ja, egal wie viel da jetzt noch kommt, das ist jetzt dicht zu machen. Haben die dir irgendwie gesagt, warum? Also haben die dir einen Grund genannt, warum die das machen sollen? Nee. Nee, das haben sie nicht. Also, nee, haben sie. Haben sie tatsächlich nicht. Nee. Okay, und gut, und das hatte dann eben zur Konsequenz, dass die ganzen Leute nicht direkt auf die Straße des 17. Juni zur Bühne laufen konnten, sondern sich dann in die Parkanlagen verteilt haben. Und man muss ja noch dazu sagen, du hast es ja gerade schon beschrieben, 7-8 Kilometer durch die Stadt, das war ein sonniger Tag, 30 Grad knapp. Wenn man dann 2 Stunden quasi so einen gefühlten Halbmarathon durch die Stadt läuft, ist es dann nicht einfach auch irgendwo ganz logisch, dass die allermeisten Menschen sich gedacht haben, oh, jetzt werden wir hier schon quasi unter die Bäume geschickt, hier ist es so schön schattig und kühl, hier bleiben wir jetzt auch, weil von hier haben wir auch eine gute Sicht. Also dass es wirklich so ist, dass die Parkanlagen da überfüllt war von Menschen und man sieht ja auch auf den ganzen Bildern, wo man die Straße des 17. Juni hat, wo man auch eindeutig sieht, dass das bei weitem nicht bis zur Siegessäule reichte. Ja? Aber man sieht auf den Bildern eben interessanterweise auch noch die im Hintergrund aus dem Brandenburger Tor und dahinter diese schiere Menschenmenge, die da quasi in dem Moment noch am Kommen war. Da kam ja bis 16, 17 Uhr oder weiß ich nicht, vielleicht kannst du sagen, wann das Ende des Demonstrationszuges an der Straße des 17. Juni angekommen ist. Weißt du das? Ja, also wir müssen mal vorne anfangen. Grundsätzlich, damit die Zuschauer das auch verstehen, die Absperrung wurde bereits, also das Gelände wurde für überfüllt erklärt. Das stand ja da oben an dem Polizeiwagen da digital. Als LKW Nummer 2 bei uns angekommen ist. Ich weiß es noch genauer. Von 14.
Ich weiß es ganz genau, weil die haben das eine Minute, bevor wir da waren, gemacht. Ich habe das gefilmt und der Zeitstempel in meinem Clip hat gezeigt 14.14 Uhr. Also um 14.10 Uhr, um 14.10 Uhr haben die den Platz da also mit den Polizeiwagen das abgeriegelt. Wir waren genau da dran in dem Moment, als das passiert ist. Ja. Da war Wagen 2 noch nicht mal da. Mhm. Ja, ich habe das jetzt von dem Bild abgeleitet, was ich gesehen habe, eine Luftaufnahme, wo Wagen 2 gerade da war und ich meinte, dass sie dann erst abgesperrt haben. Mhm. Ja, wenn dein Zeitstempel sagt 14.14 Uhr, ja, da war gerade mal Wagen 1 durch. Okay, okay. Ja, da waren also noch nicht mal die... Da haben wir jetzt Daten. Wir haben Daten, mit denen wir arbeiten können. Ja, du sagst, genau. Es war wie viel Kilometer Abstand von der Stelle bis zum Wagen 2? 3,8 Kilometer. Also das ist so Pi mal Daumen die Hälfte der Strecke. Und wenn sich, wie du sagst, die Spitze in den Schwanz gebissen hat, können wir davon ausgehen, dass das ungefähr maximal 50% des Demonstrationszuges waren. Wenn Wagen 2 noch nicht angekommen ist, dann sind definitiv keine 3,8 Kilometer, also sprich noch nicht mal die Hälfte des Demonstrationszuges in dem Moment angekommen, als das gesperrt wurde. Also das kann man ja daraus ableiten. Das heißt also auch, das Bild, das man da immer sieht und zum Vergleich herannimmt, zeigt nicht ansatzweise die wahre Menge von den Menschen, die da vor Ort waren. Genau so ist das. Okay. Und an der Stelle würde ich einfach auch gerne noch mal eins klarstellen, weil jetzt an der Stelle bestimmt einige Zuschauer irgendwie schon rummonieren. Mir persönlich ist das wirklich scheißegal, wie viele es waren. Robert und ich, wir standen auf der Bühne oben und haben einfach nur die schiere Masse von Menschen gesehen, die im Prinzip uns gleichgesinnt waren. Und sowas gab es in Deutschland tatsächlich noch nicht. Also diese, ich will gar nicht übertreiben, Zehntausenden Querdenker, ja, die, das ist für mich wirklich eine ganz besondere, ja, ich meine, ich mache das ja nicht erst seit gestern und ich beobachte das ja schon einige Jahre und auch die Mahnwachen damals waren für mich, ja, auch nur so im Vorübergehen irgendwie so und es ist, wenn man das so über viele Jahre beobachtet, ist das, was am 1.8.2020 in Berlin passiert ist, schon eine absolut neue Qualität, ein Evolutionssprung gewesen, was eine Aufklärungsbewegung betrifft. Und wir haben auch schon erstes Feedback aus dem Ausland bekommen, ja, in Frankreich, Großbritannien, da gibt es auch sehr viele uns gleichgesinnte Menschen, was aus Kommentaren unter unseren YouTube-Videos hervorgeht. Noch etwas dazu. Die New York Times hat den Artikel von Berlin aufgenommen und es gibt einen Retweet von Donald Trump, der die New York Times der Fake News bezeichnet hat. Also es gibt sogar einen ganz hohen Unterstützer. Das ist sogar... Mhm. Richard Grenell übrigens auch, also der ehemalige Botschafter. Ja. Richard Grenell. Ja. Aber Frank, ich möchte den Gedanken von dir nochmal aufgreifen. Wir haben es die letzten zwei Tage auch schon thematisiert. Selbst wenn es nur 100.000 waren, ich gehe davon aus, es waren 200.000, 300.000, die dann wirklich an der Bühne auch waren und die restlichen haben sich verteilt oder sind gar nicht mehr gekommen nach so einem langen Umzug. Dieses Zeichen ist die eigentliche Sensation und das ist das eigentlich Neue. Da hat sich eine Gruppe zum ersten Mal sich selbst wahrgenommen. Die haben verstanden, wie viele sie sind und das war wirklich durch die Bank eine friedliche und demokratische Gesellschaft, die sich da getroffen hat. Da war nichts Extremes dabei. Es gab ein paar kleine Randgruppen, die nicht mal prozentual aufgefallen sind. Komische, schräge Vögel gibt es immer und genau die haben sie sich rausgepickt für ihre Beiträge. Das hat auch die Frau Dunja Halalil, ich kann den Namen nie aussprechen, das ist auch gar nicht böse gemeint. Hayali. Weiß auch nicht, bleibt einfach nicht hängen, keine Ahnung. Auf jeden Fall, selbst die kann nicht solche Bilder bringen, dass das von denen, die da waren, anders gesehen werden könnte. Das war ein Zeichen, das weit über diesen Tag hinausstrahlt. Und Nils, ich danke dir, dass du als Mensch vor Ort wirklich mit uns diese Infos geteilt hast. Das ist nämlich ganz wichtig, weil das geht jetzt nur noch auf diese Zahl und dass die überdreht ist und es spricht niemand über die Tatsache, was da wirklich passiert ist. Und wir haben das live vor Ort erlebt, da ist etwas geboren, da ist etwas gewachsen. Und das fängt jetzt an auszutreiben und davor haben sie eigentlich Angst. Das ist die eigentliche Nummer. Also was ich mit Sicherheit sagen kann, ist, es waren 7,8 Kilometer Menschen. Okay. Auf den Bildern sehen wir ja jetzt auch die ganze Zeit, man gewinnt ja jetzt mittlerweile einen Eindruck, worüber wir hier sprechen. Genau. Nils, ich hoffe, du hast schon viele Danksagungen bekommen, aber auch dir als Mitbegründer und Mitorganisator dieses fantastischen Tages sei natürlich vielmals gedankt. Und ich glaube, du hast dir jetzt deinen Urlaub, der ansteht,
wirklich redlich verdient. Du arbeitest auch nicht erst seit gestern daran. Nee. An der Stelle würde ich gerne was sagen. Es ist natürlich so, Bewegung Leipzig und ich als Versammlungsleiter, wir haben den Rahmen gebildet, um das möglich zu machen. Aber ich würde es gerne auch nochmal sagen, alle Initiativen, die daran teilgenommen haben, an unserem Aufzug, Corona-Rebellen, Querdenker, Basisdemokratische Partei, Impfentscheid Deutschland, alle diese Leute, alle diese Menschen, jeder Einzelne, die Trommler aus Stuttgart, die haben fantastische Arbeit geleistet, ohne die wäre das überhaupt nicht möglich gewesen. Und ja, also großer Dank und große Ehre gebührt eigentlich diesen Leuten, die auch die Verantwortung auf sich genommen haben, mit so einem riesigen Menschenzug da loszuziehen, dass niemand verletzt wurde. Mein Respekt auch nochmal an die Leute, die sich alle wirklich, also ich kann nichts sagen irgendwie, es gibt für mich, es gibt auch keinen Bericht von der Polizei, der mir zugetragen wurde, weil hätte es das gegeben, hätte es Vorfälle gegeben, hätte ich davon was als erstes erfahren. Genau. Also ich verneige mich vor diesen ganzen Initiativen, die das möglich gemacht haben, denen es wirklich egal war, ob sie mit Querdenken oder mit, also denen wirklich vollkommen egal war, welche Initiative hier zusammenarbeitet, denn wir hier galt das Motto: Die Bande, die uns zusammenhalten, sind stärker als das, was uns irgendwie in kleinsten Teilen trennt. Mhm. Und deswegen war das alles möglich. Es war eine großartige Teamleistung, ja. Genau. Und vielleicht noch so viel dazu, was da eigentlich für Menschen demonstrieren waren. Wenn die Love Parade da durch die Berliner Straßen gezogen aus der, ist, damals, als es noch erlaubt war, da sah es danach aus wie Sau. Ich erinnere mich an Diskussionen, weil die Leute links und rechts in die Parkanlagen uriniert haben und so weiter und so fort. Als die Demo am 1.8.2020 durch Berlin gezogen ist, war manche Leute haben gesagt, danach waren die Straßen sauberer als vorher. Aber das kann ja eigentlich nicht sein, oder Nils? Wir hatten ein Müllteam am Ende, weil wir wirklich also versucht haben, an alles zu denken, weil wenn man so, wenn die Medien so aufmerksam sind und ich meine, die lassen ja kein gutes Haar an uns und das Müllteam hat fast nichts eingesammelt, weil die Leute das selber eingesammelt haben. Ja, krass. Oder stellt euch vor, die Straße ist wirklich pickepacke voll mit Menschen und plötzlich kippt einer um, da kommen Leute an, die spenden Schatten, die legen die Füße von dem anderen, die waren, das war so eine Energie und so eine positive Verbindung. Hey, also wirklich. Genial. Ich sehe den Beginn einer solidarisch-demokratischen Gemeinschaft, die sich zum ersten Mal sich selbst wahrnimmt und dadurch Kraft gewinnt und sich weiter artikulieren wird. Wow, großartig. Nils, für den Moment, ich danke dir. Komm gut in den Urlaub. Frank auch. Ja. Danke, dass du nochmal bei der Arbeit im Studio nochmal Zeit hattest. Wir mussten das jetzt einfach raushauen. Liebe Leute, vielen Dank. Verbreitet es fleißig weiter. Wir sind morgen auch schon wieder auf Sendung. In diesem Sinn, Herzensliebe an alle. Und genau. Wir sind raus. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ciao.